Mitternacht. Du liegst im Bett und hast die letzte halbe Stunde durch den Feed gescrollt. Morgen wird ein harter Tag. Du hast viel zu tun. Plötzlich erregt ein Post deine Aufmerksamkeit. Viele Berichte von Menschen, die nicht mehr offline gehen können, steht da. Wohl wieder irgend so ein sensationsgeiles Online-Magazin, das nur Klicks will. Keine Frage. Du zuckst mit den Schultern und legst dein Telefon weg. Zeit, schlafen zu gehen. Du wachst mit etwas in deiner Hand auf. Deinem Smartphone. Komisch. Du bist dir sicher, dass du es auf den Nachttisch gelegt hast. Völlig verschlafen entsperrst du es und siehst sofort einen Post aufpoppen, der dem von gestern ziemlich ähnlich sieht. Tausende Menschen können ihre Geräte nicht weglegen. Was ist das denn? Irgendein Prank, der außer Kontrolle geraten ist? Du drückst den Sperrknopf, aber nichts passiert. Du drückst noch ein paar Mal mehr drauf, aber immer noch nichts. Und dann bemerkst du, dass du deine Augen nicht mehr vom Bildschirm wegbewegen kannst. In panischer Angst stehst du aus dem Bett auf. Dein Handy ist immer noch in der Hand und deine Augen kleben am Gerät. Du kannst deine Umgebung nur noch im Augenwinkel wahrnehmen. Du stolperst und fällst direkt auf dein Gesicht. Automatisch hältst du deine Arme nach vorne, um dich abzufangen. Aber deine rechte Hand dreht sich einfach nicht mit der Handfläche zum Boden und beim Sturz schlägst du dir dein Smartphone ins Gesicht. Du stehst ganz vorsichtig auf und gehst ins Badezimmer. In der Zwischenzeit explodiert der Feed. Es gibt Posts wie: Noch irgendjemand so komisch ans Smartphone gebunden? Oder: Das ist kein Spaß mehr, ich habe gerade meinen ganzen Kaffee über mich gekippt. Und so weiter. Du probierst herum und findest heraus, dass du dich besser umsehen kannst, wenn du deinen Arm ganz weit nach vorne streckst. Okay, dann mach dich mal fertig für die Arbeit. Als du am Auto ankommst, fällt dir auf, dass du ja gar nicht fahren kannst, wenn deine Augen am Handy kleben. Du zuckst zusammen, weil sich der Bildschirm verändert. Dein Chef ruft dich per Videocall an. Hey Greg, mir sind die Umstände bekannt, also brauchst du heute nicht pünktlich kommen. Wenn aber alle hier sind, können wir die Lage besprechen. Also lass dir nicht zu viel Zeit. Bis gleich im Büro. Er legt auf, noch bevor du ein Okay rausbekommst. Dir bleibt wohl keine andere Wahl, als den Bus zu nehmen. Du wartest ungefähr eine Viertelstunde lang, bis dir dämmert, dass die Öffentlichen womöglich auch ausfallen. Du seufzt und gehst zu Fuß. Das wird ein langer Tag. Am Büro angekommen, geht es allen gleich. Ein Arm nach vorne gestreckt und die Augen fest am Bildschirm von dem Gerät, das jeder bei sich hat. Dein Chef ist auch da und du bist der Letzte. Du nimmst deinen Platz ein und dein Telefon fängt an zu klingeln, aber auch das der anderen. So absurd das klingt, befindest du dich mitten in einer Telefonkonferenz, weil ihr euch ja nur so sehen könnt. Nach der Konferenz geht ihr alle nach Hause. Es gibt nichts, das du unter diesen Umständen nicht auch von zu Hause aus erledigen kannst. Aber trotzdem, Arbeit ist Arbeit. Also tust du, was du kannst, während du zur selben Zeit mit deinen Freunden und deiner Familie chattest. Aber leider geht es nicht allen so gut wie dir. Deine Eltern haben ihre Jobs verloren, da sie nicht von zu Hause aus arbeiten können. Du beruhigst sie und versprichst ihnen, dass du ihnen helfen wirst, sobald es schlimmer wird. Dasselbe mit ein paar deiner Freunde. Einer davon ist Taxifahrer. Eine andere Freundin ist Anlagenbedienerin auf einer Baustelle. Und dann gibt es noch einen Arzt. Er erzählt dir, dass er nicht einmal seine eigenen Patienten behandeln kann. Der erste Tag geht rum und ganz unbeholfen versuchst du mit einer Hand zu kochen. Als du einen Happen isst, siehst du eine Mitteilung auf deinem Telefon. Wenig Akku. Du hast Angst davor, was passieren könnte, also steckst du das Ladekabel ein und wartest, bis zumindest 30% angezeigt werden. Nachdem du dich bettfertig machst, steckst du dein Telefon erneut ein und schließt deine Augen. Der Morgen des zweiten Tages beginnt mit einer ganzen Berichtswelle im Feed. Jetzt können Menschen auf der ganzen Welt ihr Handy nicht mehr ablegen. Manche sind sogar an ihren Computern gefesselt, seit sie ihn angeschaltet haben. Es formen sich Selbsthilfegruppen und einer von ihnen trittst du bei. Du bist nicht überrascht, dass du dort viele bekannte Gesichter siehst. Du gehst mehr oder weniger deinen Dingen nach, wie gewöhnlich. Aber die Gesamtsituation verschlechtert sich. Viele Unternehmen berichten, dass sie schließen müssen, weil sie ihre Dienste nicht mehr anbieten können. Die Unternehmen, die sich noch halten können, entschuldigen sich für Verzögerungen in der Bearbeitung. Und andere, und dazu zählst auch du, können über die Geräte online weiterarbeiten.
Dir ist danach, als müsstest du etwas tun. Und deshalb trittst du noch ein paar Selbsthilfegruppen bei und hilfst Menschen, die Unterstützung brauchen. In deiner Freizeit tätigst du ein paar Anrufe und sprichst mit deinen Mitmenschen, um sie zu beruhigen. Genau wie deine Eltern am Tag zuvor. 2 Wochen sind vergangen. Dein Selbsthilfeteam hat Zuwachs bekommen und ihr helft Menschen, indem ihr ihnen Geld zusendet, online Lebensmittel organisiert und mit ihnen redet. Das normale Leben auf der Erde ist noch nicht zurückgekehrt, aber du siehst, wie sich im Angesicht dieser Katastrophe Menschen verbünden. Deine Gruppe ist nur ein kleiner Teil der riesigen Gemeinschaft, die Freude verbreitet und andere unterstützt. Ihr versucht gleichzeitig zu Hause zu bleiben und weiterzuarbeiten. Das macht viel Mühe, aber du weißt, dass es andere Menschen viel schlechter getroffen hat als dich. Am 27. Tag wird dir bewusst, wie sehr sich die Welt verändert hat. Die Straßen sind fast leer. Die Menschen können also in Ruhe mit ihren Hunden raus oder auf Arbeit gehen. Das ist dir erlaubt. Drohnen fliegen durch die Gegend und bringen den Einwohnern Güter des täglichen Bedarfs. Diese fliegenden Objekte wurden rasch entwickelt, um menschliche Lieferanten zu ersetzen. Es gibt noch nicht genug, aber immerhin etwas. Du hast viel Zeit damit verbracht, aus der Ferne zu arbeiten, anderen zu helfen und mit deinen Liebsten in deiner Freizeit zu chatten. Ihr seid euch alle einig, dass das nicht halb so schön ist, wie sich persönlich zu treffen, aber zumindest habt ihr euch gegenseitig. Du bist auch auf ein paar coole Online-Lernplattformen gestoßen und du kannst schon geschickt mit der französischen Sprache umgehen und endlich diesen Mathekurs nachholen, den du schon immer belegen wolltest. E-Books lesen ist auch zu einer deiner Leidenschaften geworden. Dir war auch nie bewusst, dass es so viele abgefahrene Spiele fürs Handy gibt, mit denen du dir die Zeit vertreiben kannst. Das größte Problem sind wohl dein Nacken und deine Augen, die völlig angestrengt sind von all der Bildschirmzeit. Aber dagegen hast du auch eine Lösung, und zwar Übungen. Deinen Kopf nach links und rechts zu drehen und ihn leicht zur Seite zu neigen, hilft gegen deine Verspannungen. Du darfst es nur nicht übertreiben. Einmal warst du zu energisch und es knackte in deinem Rücken, sodass du dich mit deinem Ohr an deiner Schulter nicht mehr zurückbewegen konntest. Und was deine Augen angeht, hast du herausgefunden, dass du sie so lange schließen kannst, wie du willst. Und auch dafür hast du dir Übungen ausgedacht. Du schließt deine Augen, drückst mit deiner Handfläche sanft auf das eine Auge, dann auf das andere. Danach rollst du beide Augen nach links und rechts und nach oben und unten. Zum Schluss drückst du deine Augen noch einmal fest zusammen, öffnest sie wieder und wiederholst das 3-mal. Was für eine Entspannung. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video ein Like und teile es mit deinen Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen könnten. Klicke einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.